So, die Frage ist, wo sind wir jetzt? Und wie geht's uns? Hello? Oh, die Mia gibt's noch? Jake, what the hell is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake! Komm schon. Por qué no me respondes? Ja, Moment. An der geht's jetzt wieder gut, oder wie? Okay. Ah, oh, hier hatte ich mein Lager Mia. beim letzten Mal. Mia? Voll geil. Ich mag den Place. Damn it, this radio. Voll geil. Okay. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please. Help. Over. So idyllisch hier. Ich sehe keine Seerosenblüte, leider. Dann nehme ich auch für irgendwas gut. Okay, wir sollen mal ins Tagebuch schauen. Dann machen wir das doch. Was ist los? Wo ist Mia? Sie hat mich aus meinem Indio-Dorf angefunkt. Wovor hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Hä? So schön wohl noch wissen. Es ist der 33. Expeditionstag. Ich bin jetzt nicht so sicher, aber okay. Mein Tagebuch ist klitschnass. Ich habe keine Vorrede. Mia antwortet nicht. Ja, bist doof gelaufen. Suche Hilfe. Wo auch immer. Stock und Stein, ja. Meria. Achso, ich soll weiterblättern. Gut. Ich denke, das Prinzip werde ich noch kennen. Genau, Tabak ist, damit sich nichts entzündet. Fackel habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Boah. Gut. Gut, was dabei? Okay, was mich nur jetzt interessieren würde, ist, soll ich jetzt einfach loslaufen oder soll ich halt irgendwie hier ein Lager aufschlagen? Das ist die Frage. Okay, also als erstes brauchen wir auf jeden Fall einen Stock. Wenn wir uns eine Axt machen können. Das ist jetzt erstmal so das Wichtigste. Steinaxt. Gut, zumindest eine Axt haben wir mal. Okay, ich weiß, ich muss hier drüber. Das ist quasi so eine Art Insel hier. Kenne ich auf jeden Fall noch gut. Ich mich erstmal hier um. Vielleicht findet man hier auch gleich diese Pflanze für die Verbände. Molineria. Genau, hier war ein Unterstand. Kein Skorpion da, ne? Obsidian können wir für die nächste Axt dann nehmen. Ist, glaube ich, ein klein bisschen länger haltbar. Okay, was zu essen sehe ich jetzt aber nirgends. Ah, doch, Pinsel. Ich hoffe, die haben nichts geändert in, von wegen essbar, nicht essbar. Jetzt habe ich ein Problem. Dann komme ich ganz durcheinander, glaube ich. Wie geht's uns eigentlich? F. Ja. Okay, ich glaube sonst... Hier wächst leider auch keine Banane oder so. Das ist schon mal schade. Okay, dann laufe ich jetzt einfach mal los. Warte mal, wir könnten hier schon mal noch trockene Blätter einsammeln kurz. Oje. Die hebt ja am Anfang echt wieder nicht lang. Ein trockenes Blatt würde ich gerne mitnehmen. Ah. Geht aus dem Weg. Trockenes Blatt. Da. Brauchen wir dann zum Feuer anzünden? Daher nehmen wir die gleich mal mit. Nehmen wir das schon mal dabei.
Okay. Ja, genau, hier war eine Blume. Da ist eine Molinaria. Quick, 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 quick. Ah, das ist Bananenblatt, das ist wunderbar. Das ist ein giftiger Pilz. Ich glaube, dass der giftig war. Machen auf jeden Fall schon mal Verbände. Na komm. Oh Gott. Herstellen. Herstellen. Und Nummer 3. Oh ja, ein Speer wäre gar nicht so schlecht. Der Speer war aber, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ein Stock, ein Seil, ein Stein. Nee, Moment. Noch ein Seil vielleicht. Muss ich jetzt doch nachgucken. Ach, der war doch mit dem langen Stock, klar. Einfach ein langen. Sollte ich mir aber vielleicht einen machen. Weil die Äxte einfach so langsam sind. Dann kriege ich auf jeden Fall auch kein Tier. Bogen brauche ich aktuell. Und denn das Speer dann? Muss wohl doch nachgucken. Bogen, ja. Steinspeer, langer Stock. Ach, die Steinklinge brauche ich da vorher. Zweimal Stein. Ich habe aber gar nicht so viele Steine gerade dabei. Okay, jetzt ist die Frage, wo laufen wir lang? Ah, die da. Ich glaube, die konnten nichts Besonderes. Oh, laufen? Die nehmen wir mit. Blitze. Weil leider wird das Essen auch schlecht. Von daher nehmen wir gleich noch ein paar mit. Ich würde gerne einen Stein. Andere Pilze. Auch nochmal mit. Hey. Was läuft hier rum? Ich höre irgendwas laufen, aber ich sehe nichts. Was sind die Kokosnüsse größer worden? Oder noch mal kleiner. Ich sehe es echt nicht. Wo läuft denn hier was? Mal ein bisschen lauter, damit ich höre, woher es kommt. Nicht direkt vor mir, ne? Hä? Ein bisschen verwirrt. Ein klein bisschen verwirrt. Ach, da unten gürtelt hier. Ach, shit. Klinge erforderlich. Oh nein! Ja, bleib liegen. Ich knack dich jetzt leider. Es tut mir sehr leid. Sweet. Die Sonne geht schon unter. Wir sollten vielleicht einen kleinen Unterstand uns hier irgendwo mal hinbauen. Weil nachts möchte ich echt nicht rumlaufen. Vor allem können wir dann auch speichern, das sollten wir echt machen. Dann gehen wir doch auf die offene Fläche. Ist das größer worden?
Kommt mir so riesig vor. Okay, wir brauchen zuerst ein etwas Größeres. Ich glaube, die Größe hier passt. Ganz großen Bäumen. Muss ich mal probieren, ob man die inzwischen fällen kann. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem, oder? Habe ich noch einen Stein? Ja. Ah, halt, ich habe ja auch noch einen Obsidian. Dann nehmen wir doch den mal kurz. Ups. So. Perfekt, zwei Holzscheide. Lange Stücke, sechs Stück. Noch hier auch noch welche mit rumliegen, oder? Ja, mal gucken, ob ich eigentlich Hunger habe. Ja, trinken muss ich bald was. Das geht aber noch. So. Kleine Bäumchen. So, den auch noch weg. Einmal langer Stock. So. Und der ist lang geflogen. Da. Zack. Okay. Also das ist definitiv größer worden. hab. Neun Seile. Habe ich mir einen zu großen Unterstand gebaut? Naja, jetzt ist es zu spät. Und es wird dunkel. Keine Ahnung, ob wir jetzt auch schon Gegner rumrennen. Aber ich denke mal nicht, dass der Story-Modus gleich schwierig anfängt. So. Zwei leer. Oh, ich habe einen Egel. Moment, 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 Moment. Passt. Was sind das da für ein Symbol eigentlich? Ach, das ist, wie viel trockenes Zeug ich dabei habe, oder wie? Zeigt es denn das so unten an? Wundert mich jetzt doch etwas. So, Palmblätter. Ja, das dauert jetzt kurz. So. Soll ich die in der Nähe eigentlich wegmachen? Na, ist egal. Ja, so Lager aufbauen dort teilweise echt ganz schön lang. Die noch weg. Ups, das war's doch schon. So. Noch 6 kann man tragen, nicht 5, okay. Ich häng fest. Und jetzt brauchen wir noch was Stöckis. Ist das so ernst? Gut. Yay! Sprecher. Okay. Speichern einfach mal die alten Örlix-Hestiger. Okay. Huch. Was hat's denn jetzt gemacht?
Ach ja, gedrückt halten. Wasser. Ich muss mal Wasser trinken. Trinken und dann können wir direkt sammeln. Das ist ein paar Mal noch nicht zwingend. Okay. Die Frage, schlafe ich jetzt? Ich habe ja auch noch das Fleisch. Das müsste ich eigentlich... Ich müsste ein Feuerchen machen und das braten. Feuerchen, Feuerchen. Wann ist mit dem Feuer? Ja. Kann unerwünschte Aufmerksamkeit anziehen. Ja. Ja, komm, dann fällen wir jetzt doch halt noch ein. Meine Stückies. Ach, ein Handbohrer habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Wie war das? Stock und kleiner Stock? Ja, wir nutzen. Wo habe ich die Fasern drin hängen? Trockene Blätter. So rum war's. Bitch! Oh, ich muss ja langsam schlafen dann. So, den tue ich noch nicht auseinandernehmen. Weil der gibt auch Federn. Können wir einen Bogen? Ja, schon Bogen. Ach komm. So. Dann machen wir auf jeden Fall das Fleisch auch mit drauf schon mal. Hallo? Mach den Stock klein. Du sollst den Stock klein machen. So, das war. Wie war das? Mir drei Pfeile machen. Das ist echt nicht die Welt. Ein Speer muss ich mir auf jeden Fall auch noch machen. Ich muss mal Steine noch finden. So. Oh, dann hat unser Bogen auch Munition. Noch ein Stein, das ist echt ein bisschen mau. Und das Ara-Fleisch ist fertig. Wie lange hebt denn das? Tag und 23 Stunden. Okay. Ach, ich bräuchte Regen. Eigentlich. Mann, das geben die Hydration. Okay, die geben auf jeden Fall Parasiten, das muss ich mir merken. Dann hätten wir die hier noch. Ich glaube, die können wir auch essen. Ah, okay. Ach, dreckige Hände, okay. Sand. Okay, hier könnte man dann Wasser aufsammeln, aber ich lasse es einfach schon mal fallen, falls es jetzt gleich regnen sollte nachts, wenn ich mich ins Bett haue. Ich muss echt Kokosnüsse finden, sonst wird durstig noch. Okay, ich speichere mal und dann legen wir uns eine Runde aufs Ohr. Kann ich da gar nicht mal so schlafen? Ernsthaft? Muss ich mir ein Bett bauen jetzt? Oh, ich habe mir den da immer gebaut, da konnte ich schlafen. Oh, ich wusste, irgendwie kommt mir jetzt zu groß vor. Oh. Ich muss aber schlafen. Mist. Och, das war doof. Naja. So. War das keine Palme, die man nehmen kann?
Nah. Bis ich zum Schlafen komme, wird es schon wieder hell, ne? Ich auch super. Aber ich muss, weil meine Ausdauer leidet mich langsam. Ja. Ich dachte schon, wir haben Parasiten im Bauch, aber das ist, glaube ich, das gegen Parasiten, ne? Ah ja, doch, es war doch noch nachts. Kam mir nur ein bisschen hell vor. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir und ziehen dann weiter. Okay. Ja, wir müssen dringendst was zu trinken finden. Was brauche ich denn gerade? Gelb. God, I'm thirsty. Ich weiß, dass du Durst hast. Aber Dreckwasser brauchst du nicht trinken. Oh, Stein, das ist gut. Na, wieso klappt das mit dem Link schon wieder nicht? Wenn der Bot da reinsetzt. Ja, das Wasser ist halt dreckig. Eigentlich brauche ich das. Oh. Okay. Ah, ich glaube aber, die war nicht so essbar. Ich bin mir nicht mehr sicher. War das Tabak? Ich weiß gar nicht mal genau, was Tabak war. Tabak, wie geil. Wir machen uns gleich. Tabakverband auf jeden Fall mal einen. Ach so, jetzt kann ich mir übrigens ja auch einen Speer machen, ne? Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Gibt es Wasserschweine? Oh, ist das ein Krokodil? Ah, nee, auch ein Wasserschwein. Ich dachte gerade. Sah gerade so komisch aus. Hier hatte ich auch mal ein Lager. Ein bisschen oberhalb. Erstellen. Oh, die Töne haben sich aber ein bisschen geändert von den Tieren. Ich weiß, dass du Durst hast. Was soll ich denn machen? Voll das Riesenvogelnest. Jetzt überlege ich gerade. Wir nehmen mal alles mit, ne, weil ich habe ja keine Ahnung, wo ich hin soll. War die Quelle da oben nicht sauber? Was ist denn los? Piss dich halt auf. Ah, die geben Wasser, die geben Wasser. Moment. Moment, Moment. Oder? Ja, ja, ja. Geil. Ich glaube, ich habe Egel. Ist weg. Ist ja gut. Tut dir doch gar nichts. Ja. Uns geht's gerade nicht mehr so toll. War recht gut für die Proteine, aber nicht ausreichend. Ich müsste eigentlich ein Wasserschwein jagen. Die geben, glaub, gelb. Geben die gelb? Glaub. Ja, die sind nämlich Kohlenhydratbomben.